Stel ervoor, du wärst ein Hund. So geil. Ein Hund wacht nicht auf und denkt, fuck, gestern bin ich voll ein nebniger Hund. Im Hund ist alles scheißegal. Er geht fressen und geht scheissen. Und das ständig. Ein Hund ist immer 100% Hund. Und wir Menschen, wir versuchen immer, jemand anders zu sein. Zum Beispiel Philosoph. Zum Beispiel Philosoph! Oh mein Gott, so klar. Hast du mir gerade einen Hotdog angerührt? Ich würde sagen, nein. Ja, ein Hotdog. Weißt du, mit wem du redest? Entschuldigung, Prinzessin, ihr seid scheiße. Scheiße? Du liegst auf dem Rücken, nachdem du uns live gesehen hast. Baby, lass es. Wenn ich euch live sehe, bekomme ich Heimweh. Yeah. Ja, Mann. Früher sind wir geil gesehen, heute nur noch peinlich. Oh, nice. Yeah. Heimweh. Er meint sich und reimt sich. Du gehst pumpen. Ja. Ich trainiere nie, aber wenn du Stress willst, stich ich dir in deine Nieren nieder. Oh. 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 Und überschreitet nie die Linie. Oh, du. Oh yeah, baby. Ihr seid die motherfucking Stars, ja. Ihr kommt nie und nie. Wir rappen auf der Straße und wir verdienen nie. Glaubt ihr, wie bringt uns ein Clip? Log, ich ziehe nie. Schau, was ihr gemacht habt! Lies den Hotdog auf und schieb ihn nie! Zwischen die wüste Gliedmasse wird die feuchte Gliedmasse. Ihr redet von immer schon so, ihr wollt uns das Sonne nicht abkaufen. Stress mit uns, hat deine Familie nicht mehr bewaffnet durch die Stadt laufen. Deine Visage wird Batman zu einer Hackfette. Machen wir einen kleinen, schönen, kurzen Date mit mir Klappmesser. Wir sind die geilsten Bitch, ich hab's dir gesagt. Nimm den komischen Freund und den Batman mit. Gott, Jamaika. Jetzt gibt's Butterfly Kicks, wir sind alle. Gegen uns jetzt kein Weiter. Ich mach's auf sich nicht. Ja. Und deine Brüste. Oh, nein. Nein.
Oh Gott, der Taser! Hey, Luca! Der Taser! Was ist das? Ja, das ist mir auch passiert. Es tut einfach nur weh, es geht das Zeit. Was? Wo leben wir eigentlich? Ja, wenn sie anfangen. Hey, bitte. Kelly, mit dem habe ich nichts zu tun. Ich kann... Luca, sie liegt am Boden. Sie braucht Hilfe. Wenn Anna kommt, lass mich ab. Breaking News von Verona 3000. Bilder von der Jule-Kandidatin Angela Billiotti mit dem Blogger Korche am Schnorchel sind und wow. Aber spielt sie ein doppeltes Spiel? Wir präsentieren den Lukas Stocker. Hey, das bist doch du. Ist das ein neuer Liebe-Kirchhalle? Oder bin ich im Sexlook? Du hast schon gefilmt. Entscheidet sich unsere Julia für einen neuen Romeo? Wie reagiert der verarschte Korche? Und was für ein Lukas steckt hinter einem unscheinbaren Gesicht? Grosse Emotionen live erleben. Erfahrt alles auf Globe TV. Der Lukas! Sind ruhig! Könnt ihr nur mehr? Hörst du sofort auf Filmen? Du bist ein Säunicker, dass du dem Korche seine Schnecke ausgespart hast. Ich kenne mich gar nicht. Jetzt kenne ich dich alle. Und sorry. Sie ist schon ein bisschen hässlich. Oh! Gibt's das? Nehmt das! Guten Taser! Luca! Jürgen! Das ist ein Scheiß! Jürgen! Krasser Magnet! Die grosse Zentrale. Wir haben einen Angriff auf den Hypertaser 41. Alle Einheiten ausschwärmen. Hilf mir! Das ist gar nicht gut. Ich will nicht in eurem scheiß Kasperli-Theater mitmachen. Ja, wenn es nur das wäre. Wie meinst du das? Jetzt bist du... Was? Ein Terrorist. Wieso? Du hast den Hypertaser gesprengt. So ein Witz, verdammt, ich habe sogar zu denen gehört, wo Sicherheit um Taser wend. Ganz egal, es geht dann nicht um Fakten. Ich weiss nicht einmal, verdammt, wie der Magnet da funktioniert. Das ist Samstag! Jorge Angie, du, der Taser. Hey, überleg doch mal! Das ist skandalös und sieh, es tut mir leid. Bin nur ein Kameramann, ich überträge grosse Emotionen live. Okay, ich bin ein Attentäter. Nein, eben nicht. Das ist schon gut, ich kann spekulieren. Kannst mich finden, ich bin jetzt holl ich Leistung. Ich hab die Größe, war nicht mehr aus. Fuck, ich bin frisch verliebt. Zieht euch die Bilder hier. Verdammt, du hast recht. Nein, ganz im Ernst. Da kann ich nicht dahinter stehen. Du musst ja nur hinter deiner Kamera stehen. Ich will nicht mit Mitleid stehen. Aber ich will euch helfen. Oh, der Retter mit der Kamera. Nein, nein. Vergiss es, es ist vorbei. Nein, sag das nicht. Nein. Wir können Fuss durch die Straße schleichen. Wir finden Tanschi und wir finden einen Plan. Und ich drücke sie alle aus. Ich drücke sie alle aus. Fuck, ihr seid so weg. Schaut mich an, das kleine Würstchen. Und sag mir dann, wenn ich das eine Chance habe. Wie stellst du dir das vor? Wir sind die Kleinen, wir beraschen sie und wir fliegen weg. Hast du vergessen, das geht nie. Doch, wir müssen es halten.
gegen Wind oder Verrecken. Wir machen das Richtige. Ist dies? Ja. Michi, wir haben die Anweisung, ihn festzuhalten. Ja, jetzt mir ab, aber nicht ankommen. Ja, dann los hinten an. Suchen. Ja, du weißt, dein Bums gibt's nicht einfach so. Ja, ist gut. Was machen wir? Stress, komm mit zu dran. Luca Stocker, erst schon bekannt wurde als Luca von Verona 3000, ist ein Terrorist. Der Terror-Luki. Mit einem starken Energiemagnet hat er heute den Hypertaser im Sektor 41 lahmgelegt.
Er ist auf freiem Fuß und die grosse Zentrale verfolgt weiterhin seinen Standort. Sicher ein Schock für die Julia-Kandidatin Angie Huber. Grosse Emotionen live erleben, alles hier aufgelobt. Wie sieht's aus? Schlecht. Ja. Sie hat es nicht überlebt. Mhm. Grüezi miteinander. Grüezi. Susanne. Ihr Herz war leider schwach. Was? Ich möchte sagen, wir von der grossen Zentrale bedauern das sehr. Tragisch. Der Taser ist harmlos. Aber es kann passieren. Jetzt ist es ja so, dass sie mit ihrer Gruppe sehr berühmt und beliebt sind. Viele junge Leute orientieren sich an ihnen. Wir hoffen, dass sie da die richtigen Zusammenhänge sehen. Verstehen Sie, was ich meine? Sie wollen, dass wir den Schlitten haben und sagen, der Hypertaser sei eine super Sache. Kann man es auch sagen. Es heisst Nachrichten, wie sich die Leute noch richten. Wenn Sie uns jetzt bitte in Ruhe lassen. Natürlich. Oh, sag dir, Johann, kannst du fertigen? Langsam. Junger Mann, das ist eine Begegnungszone und kein Spielplatz. Wäre die nicht so übermütig, bräuchten wir auch keinen Taser. Gell? Bleib doch da mal drauf. Der gleiche Tag, gleiche Gesichter, immer geschissen. Wir vergessen immer mehr, was wir so alles frissen. Das weiße Blatt vor der Nase, so ein Graustufenbild worden ohne Rahmen. Wir leben in der Traumwelt, sie haben unseren Baum gefällt. Ich will die Blutrache, ich will so eine Wut im Rachen. Ich will schreien und irgendetwas kaputt machen. Doch wir rumhocken, ohne die Aufwärme. Sie wollen sie einfreezen und den Kuh verkaufen. Sie haben den Taser installiert. Sie legen unsere Städte in jede Ecke kontrolliert. Der Terror und die Klettmaschine demoliert. Jetzt stellen sie ab Rahmen, dass kein Stress passiert. Wenn sie checken ganz genau, dass der Jona von Mercutio Inspiration ist für die Generation. Hypertaser, Unschrott, das ist ihre Munition. Doch würden 1000 Grad an ihr, hätten sie so kein Brot. Schluss mit Fetter Beats, jetzt ist die verrechte Bombe. Die Pitcher mit Füßen, die Pitcher so tanzen. Check, Mama, sind ihr im Augental. Fick auf Regeln, ich bin auch ein Saustorm. Das ist für Mercutio. Und der Terror-Rookie, wenn das Weinbaum muss, der kaputt sein. Menschen sterben. Doch wenn eine Scheibe bricht, schüllt gerade ein grosser Alarm drum. Schlägt die Scheibe nie und tötet das Glas. Weil jeder Splitter ist das Zeichen gegen einen gewissen Mann. Zeit zum Rebellieren, die Glotzen sind. Sie schauen zu glauben, die Tränen lügen nicht vor Glauben. Sie alles lügen, alles lügen. Sie lassen uns vor der Scheibe, doch wir schlägen sie ein. Wir lassen uns nicht vertreiben, packt den Brötchen ein. Verstecken hat nichts zu befürchten. Mitgegangen, mitgefangen. Wir beißen nicht die Hand, die einen Füter hat. Wir haben Transparentdosen und Megafon. Wir haben Petarden, Pyros und Bengalos. Wir haben Molotovs gegen den fucking Verbrechensstaat. Uns brennt das Feuer, wir haben die Macht. Ja, hoppen nicht lange für den Herzenkampf. Sie verteidigen den Scheissrat aus, so sie fangen. Ja, wir sind die Liebe zum Verfangenstaat. Und ein junger Mensch stirbt noch ein Herzenkampf. Sie träumen unser Leben in den Zellen an. Egal, wir nicht verlieren in der Gefängnisstadt. Unsere Väter sind so frech.
Profil sind unsere Profile. Also, ich nehme an, eure Kameraleute suchen nach dem Lukas Stock. Wir haben alles unter Kontrolle. Unser Michi verfolgt ihn auf Schritt und Tritt. Das Mission zum Mars. Zeigt wer die Guten und wer die Bösen sind. Ganz klar, du bist der Feind von allen. Der Schwebebrecher, der Herzensbrecher. Und du, das junge, naive Mädchen, ein Herzchen wie ein Vögel und dumme Entscheidung. Ich sag dir jetzt mal etwas. Uns gibt's in der Realität. Ja, sag ich dir etwas. Echt? Ist das, was in den Nachrichten kommt? Die einzige Möglichkeit wäre es dir. Wir wären beide weg. Ganz weg. Zeppelin! Für den braucht ihr Tickets. Und für Tickets braucht ihr euer Profil und ist sicher überwacht. Ich weiss, wo wir euer Profil bekommen. Was? Herzlich willkommen bei Chill Freeze Mega Games. Tauscht ihr das Profil gegen grenzenlose Freiheit. Wir haben alle Zugang und Profil von allen Kunden. Das geht ja übrigens ab vor dem Freeze. Luca, wenn wir doch abhauen. Von allem. Ich komme morgen vorbei. Einfach machen. Bleib die Nacht hier. Ich lenke es ja. Und morgen gehst du ganz früh zu dir heim. Wie wenn nichts wäre. Und du, zu Fuss zu Chill Freeze Mega Games. Und dann ab in die Zeppelin. Und weg. Und du glaubst, wir können das wirklich? Das Können ergibt sich. Die Frage ist aber traut. Was Verliebte können, werden Verliebte immer trauen. Wir machen es. Also, ich zeigt euch von uns. Zeigt euch von uns, los! Die müssen irgendwie loswerden. Wir haben nie miteinander geredet. Nie! Tatsch dein Phone gegen die Wand. Heb mich bis der Morgen kommt. Mach kein Licht in der Nacht. Sollen alle anderen doch wie die Welt um sie voll auf Sendung sein zwischen tausend Signalen. Stecker aus, wir verstecken uns auf dem letzten Kanal. Nur noch die Kleider und wir gehen verschwind mit mir vom wir sind unerreichbar.
wer die ganze Welt unter dem Himmelszelt in der Suchfunktion. Drüber wie es uns geht und wo wir jetzt gerade sind. Das wird der Blues und er wird gut. Woo! Oh Gott, ich fühl's. Ich brauch Klaps noch ein bisschen Support. Au! Ein Flecken auf meinem Blazer. Ein Smiley do. Herz im Park wegen dem Taser. Doch da kommst du nicht weit. Drum platzier deinen Arsch und schau auf TV.
randalieren weiterhin, schiessen mit Stein Scheiben ein. Sehen keinen Sinn in Disziplin, vielleicht der Preis Ritalin. Aufstand ist ein alter Hut, da hilft nur die alte Schule. Aber jetzt haben wir den Korch hier angestellt, um die ganze Situation umzubauen. Ich weiss nicht, ob das ziert mit dem Korch. Sicher. Sie schämt sich so, dass sie sich im Luca getoscht hat. Ein Attentäter. Und ein lustiger Korch. Verzeih ihr. Das beste Paar auf der Welt. Michi hat gerade den Luca verloren. Gott verdammt, ich will das mit dem Huren, Michi. Find nicht. Er braucht ja seinen Bonus. Er kommt! Also alles, wie wir es besprochen haben. Wir müssen den haben. Das kommt schon gut, Susanne. Hallo! Komm noch mal rein, keine Angst. Warum bin ich da? Karche! Du bist da, weil du ein Star bist. Der ist gut. Ich habe alles gehabt. Und du hast es immer noch. Die Leute haben mir getextet, dass sie mich lieben. Und jetzt werde ich ausgelacht, abgekastet oder sogar ignoriert. Karche, wenn du das wirklich so siehst, dann ist heute dein Glückstag. Du bist immer noch auf dem Weg nach oben. Wir glauben nämlich, du bist unser Romeo. Ihr glaubt vielleicht, ich habe kein Gefühl. Aber ich habe mein Herz gesprochen. Ja. Ist schon gut. Los, Schorsch. Von Macho zu Pichu. Ich verstehe dich, weil ich das Leiden kenne. Manchmal läuft es dem Eis im Leben, reisst die zusammen, einen echten Indianer kennt keinen Schmerz, glaub mir. Ich weiss, wie es ist, wenn man zu viel Scheiße frisst, weil man ein Meintli liebt und niedergeschlagen ist, wie wenn man gesteinigt wird und peinigt wird. Ich kenn's vom 5. Scheidungskrieg, beide wie gereiste Tiere am Krähen gsi, ein Leidungsspiel und man will der Gewinner sein, obwohl es keinen gibt. Man beleidigt sich, verteidigt sich, bis es heim peinlich wird. Sie hat den einen entdeckt, ist mit dem Hype gar ins Bett. Ich hab gesagt, heiteren Weg, ich will das Scheitern sehen. Und mit fast himmlischem Chakra und wahnsinniger Anzahl an Mäusen hab ich den Katz wieder im Sack gehabt. Verstehst mich ein bisschen, Pankrat? Und ein Schmollen bringt nichts. Das ist nur eine Phase mit dem hurenhohlen Scheiss-Typ. Drum, wenn du da wirst unterschreiben, müsstest du nicht mehr drunter leiden, wenn's nicht klappt. Mit der Angie hättest du Auswahl von 100 Weibern. Und als Assistent. Strandhaus. Aber ich habe dann schon viel von dir. Aber ich habe dann schon viel von dieser Erde gesehen. Gehe in Laden zahlen und zahlbare Jacken. Baby, was willst du noch mehr? Larifari, Baccari, Safari, fahre mit dem Ferrari. Und zwar das Haus am Meer. Danke. Euch? Gern geschehen.
Morgen packst du ein paar Rosen ein, gehst stolz vorbei, klopfst ab die Tür und sie wird offen sein. Nostalgie holt sie ein und steckt doch noch ein bisschen Hoffnung rein. Hoffentlich fällt sie dir in die Arme und es wird live übertragen auf Globe TV. Das könnte ja funktionieren. Ja. Aber was ist schon los? Ist egal, du musst einfach den Griff oben behalten und da steht Fieber. Stocker auf der Flucht. Und jetzt geht's gerade weiter mit den sexy Sportclips. Wischen, wischen, waschen! Drei Funktionen in einem Gerät. Aber habt ihr nicht gefühlt, das ist eine schlechte Idee? Nein, nein, das, wir müssen zuerst. Wir gehen zuerst zum Luca. Der Luca ist wahrscheinlich noch nicht einmal wach. Kann ich, nein, Michi, macht Sinn. Du wirst da nicht fürs Denken zahlt. Das solltest jetzt fett Heli langsam wischen. Und zahlt willst du ja werden, oder? Jorge. Also, Ellen, komm mal ein vorwärts. Ja. 3, 2, 1, go! Du musst ja kennen. So, wir sind jetzt am Steghaus von unserer Julia. Neben mir ist jetzt hier der Jorge. Jorge, sie hat dich ja bitter verarscht und bitter rogen mit dem Luca, von dem sich herausgestellt hat, dass er ein Terrorist ist. Was hast du jetzt vor? Ja, ich gewinne sie zurück. Pam. Pam, wie glaubst du, würdest du reagieren? Ja, ich weiß im Fall. Ui, spannend, spannend, spannend! Woo, da werden wir jetzt mal schauen. Hey, das geht mir im Fall ein bisschen schnell so, ja. Gell? Also, sie wohnt schon da, weißt du? Ja, ich weiß schon, wo sie wohnt. Und danke für die schönen Blumen, gell? Hä? Blöd, das hier. Sie kommt, okay. Sie kommt, okay. Jorge, was ist das? Baby, ich verzeih dir. Jorge, was machst du? Ich bin immer noch dein Romeo. Was willst du meine Julia sein? Hey, nein. Sofort raus. Und du schalt die Kamera ab. Ich will kein Teil von dem sein und ich will mit dem Jorge allein reden. Nein, Angie. Lass. Ich erkläre dir jetzt mal. Was da so läuft? Und zwar von Bitch zu Bitch. Du kannst mich nicht umkrempeln. Wenn ich will, könnte ich dich umbringen. Traust ja nicht. Du hast no idea, was wir so machen, was wir können und was ich trau. Alles, was du siehst, ist Reality TV. Und du bist Teil von dieser Show. Wir haben eine Deadline und ich bin lieber tot als Teil von dem Programm. Bla 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 bla, deine Meinung ist egal. Baby, wir haben den länger haben. Ich schieße auf eure Show. Der Luca ist kein Terrorist und ihr wisst es genau. Wir haben nichts verbrochen. Das ist kurz egal. Der Luca muss am Pranger stehen und du hast keine Wahl. Hätte Schlitten, Schlitten, Baby, du. Du bist unsere Julia und Romeo bist du. Ach, that's reality und du bist Teil von dieser Show. Dann gibt's ein Leben voller Fun und voller Fame. Doch wenn du echt verknappt und Terrorist bist, dann ist dein Lebensweg aber jetzt ein Walk of Shame. Und du hast doch nichts zu sagen, du bist nur ein Mensch, so ahnungslos wie alle, die du kennst. Baby, denk mal nach. Fall mir nicht ins Wort. George, komm da an. Du bist gegen uns kein Brot. Seit ein Hypertaser ein Star ausgeschaltet hat, und der Luca hat den Taser kaputt gemacht. Und du bist der Hero von allen. Aber wir sind gegen
die Weltverherrlichung. Wir machen the world a better place. Wir gehen den Mainstream, wir füllen eine Welt mit mittelstündigen Meldung und deren Liebeserklärung. Du hast den Korki am Schnurren. Er so bitter betrogen, er ist der schönste und netteste. Und du wünschst, du hättest. Er ist ein gewisser Käse, wie es Verbrecher in echt ist. Er ist fucked up und crazy, dass es dir echt schlecht wird. Er ist die Böcke für eine Letzte. Du tüchtige Drechsel, es dich von der Rücken von den Fenstern, die nach der Karriere so nett ist. Und wenn das schlimmer gesehen ist, du krümmst dich und schämst dich für deine dümmliche Welt. Und für den kümmerlichen Drechsel, wäschst du dir deine Gnade, deine blutige Hände. Und schon morgen ist der Trendy von einem schuldigen Fancy. Eine böse Veränderung entzündet sich weltweit. Eine stürmende Menge zwischen 10 und 20. Verkündet ein Ende, sie ist nicht 27. Die Jungen gehen gar nicht mit, aber sie machen die Rechnung. Und es glaubt sie wie Quarantäne. Und jetzt der Luca. Für seine Sünden im Gefängnis tust du dich frei, dass der Lügner jetzt weg ist. Und wenn du brüllst bei uns in der Sendung, dann verkünde mir den Weltpreis und ich gewinne den Geldpreis. Hättet nicht gedacht, dass so viele Leute auf unserer Seite sind. Verona 3000! Ich glaube, es ist offiziell. Die Ferien sind vorbei. Das grosse Finale steht bevor. Das hier geht der Globe TV und die grosse Zentrale. Und es wird spannend. Sie haben mich getötet. Ich habe es überlebt. Hansi und Korken wieder glücklich vereint. Andere nicht. Aber rund um den Globus wartet weiter in Traumpaar. Glaube nicht den Scheiß über den Terror. Das ist kein Terrorist, der Typ ist ein Held. Doch unser Favorit sind natürlich Angie und Korken, weil jeder hat die zweite Chance verdient. Sie haben uns Welle mit Verona 3000 ablenken. Wer wird Romeo und Julia für das Leben in der Richtung und der Raum? Und pünktlich aufs Finale von Verona 3000 schlägt mehr zurück. Sind wir beim Public Viewing für den Sektor 41? Machen wir das Public Viewing zu einer Hölle auf Erden. Das grosse Finale. Morgen! Pünktlich auf Globe TV. Jorge, warum tust du mir so etwas an? Babe, wir werden Stars. Ich bin nicht mehr dein Babe. Ja, aber du musst ja nur so ich tun. Ich gar nichts. Hey Angie, was läuft? Viel Glück. Hey, yo, du kannst doch sicher nicht einfach so rauschillen. Das Können ergibt sich. Das Wichtigste ist, dass ich traue. Was ist am Überlaufen? Global. Der scheisse Terror-Lucke inspiriert die ganze Welt. Dabei hat das solche dumme Sendung schaffen sollen, die nicht so eine Pöderin. Fräulein, was machst denn du da? Schlitten. Ich habe keinen Schiss mehr vor euch. Ellen, Taseren. Oh, macht doch, was ihr wollt, aber ich bin nicht dabei. Taseren, Ellen, jetzt. Wo ist der Luca? Ja, wir wissen es auch nicht, aber sagst du uns? Ellen, richtig. Ich geh! Das Reli auf der Autobahn. Hi guys, ist Julia schon umgekippt? Die Aufregung. Ja, bringen Sie bitte die Garderobe. Gut, dann bringen Sie auch selber die Garderobe. Und du? Hast du keine Ahnung, wo der Lukas sein könnte? Bei seinem DJ-Kolleg von der Party. Ah, ich glaube, da ist in seinem Freezerladen und versteckt sich. Nein, das ist nicht. Wir müssen eine Message senden. Alle Feldritte werden gesehen. Angst. Und wenn man ihn findet, ist es am besten, wir behalten das für uns. Das ist ein definitiver Märtyrer. Wir könnten eine Hintergrundstory machen mit seinen Kollegen von Chill Freeze Mega Games. Hinter dem Grinsen der unscheinbare Terrorist. Ja. Soll ich, ob sie nicht gemerkt haben oder so? Oder noch besser.
ob sie sich nicht mitschuldig fühlen, weil sie nichts gemerkt haben. Yes! Und geil. Vielleicht verrühlen einige das und immer wieder die gleichen Bilder von seinem Angriff gegen den Taser. Immer wieder die gleichen Bilder. Also los, hört! Komm, verdammt, jetzt musst du rum, ja. Töckel heil und zack! Entschuldigung! Chef! Chef! Ja, ich weiss, du hast deine Rückenprobleme und ich mag sie schon allein, aber... Ja, ich nehme ich bei! Ich muss echt auf sie... Rücken wir jetzt das einfach raus! Interessiert mich! Ich muss wieder zum Doktor nein, und dann... Nein, ich nehme sie nächstes Mal allein, versprich's! Und du bist im Fernsehen gekommen? Wir haben nichts gemacht und jetzt lassen die uns nicht mehr in Ruhe. Schau, ein paar von ihnen doch eh nicht mehr aufwachen. Zum Beispiel der Fred. Mit ihm sein Profil könnten wir doch verreisen. Ja. Oder vielleicht auch... Da kommen die Leute. Der wird verglaubt, Ivy. Shit, verrate mich bitte nicht. Also gut, also gut. Versteck dich da unten. Das Kap. Was? Das Kap. Das Kap. Hallo! Grüezi. Chill Freeze Mega Games. Genau. Wir hätten ein paar Fragen, schöne Kamera. Habt ihr etwas gewusst von der terroristischen Seite von Luca? Nein, wir sind völlig überrascht. Tirit! Schon klar. Und Sie? Sie sind wahrscheinlich der Chef von Terror Luki. Um was geht es in dieser Sendung? Verona 3000. Romeo und Julia im dritten Jahrtausend. Ah, Shakespeare! Genau. Und wenn sterben was sterben? Ja. Romeo und Julia, the star-crossed lovers. Go on. Ihr tut gemeinsame Selbstmord als höchste Form von romantischer Vereinigung und so? Nicht gelesen. Also, wir haben den Anfang überflogen. Ah. Hallo! Was ist das? Ah ja, das ist... Ah, da taucht einer auf, das sollte nicht passieren. Das ist nur, weil dumme Energie im Magnet nicht rum war. Ich komme, Vögel über. Luca, siehst du jetzt, was das... Michi! Herr Stocker! Michi! Aha! Wir hätten... Also, gewusst, dass er da ist. Ich habe gar nicht gewusst. Nicht fair play, Kollege. Nicht fair play. Man beißt nicht die Hand, die einem füttert. Das solltest du jetzt Gott verdammt langsam wissen. Enzo, ich brauche... Unsere Wege trennen sich da. Das glaube ich nicht. Verarscht von der eigenen Mitarbeit. Du hast... Wo bringen die mich? Zu dem Schätzli. Wir haben vorhin eine neue Idee gehabt. Unbedingt, Star-Crossed Lovers. Shit. Ich hab kalt. Libby, machst du mir heiße Offi? Squint. Wenigstens einer, der in dieser ganzen Geschichte so richtig auftaucht. Ich komme da nicht mehr zu Schlag. Und ich liege in der Schulter. Ich sehe, was es so geht. Auf höherer Stufe. Kopf, die sehen alle so gut aus. Und die können so schauen. So, als ob sie etwas gecheckt haben. Hat. Aber nein, die sollen aufhören lügen. Die sind doch genauso überfordert wie ich von dem Theater. Ich habe Augen, Muskelkater und alles blinkt und dreht. Die Welt ist aufs Ende und die Sonne sinkt und sagt, grinn du bis morgen. Ich hab mal geglaubt, ich hab die ganze Grösse von ganz allein gebremsen. Doch jetzt steh ich da und hab mich blamiert. Alltag.
was hebt man zusammen? Was lässt uns verweilen, wenn wir fast schon rennen? Wieso bin ich schon wieder aufgewacht? Von dem ist nichts in der Broschüre gestanden. Es tut mir leid. Er hat gesagt, ich kann Zombies verschiessen, Vampir sein und auf einem Bilderbuch Inseln stranden. Sie brauchen mich nicht mehr. Verpiss dich! Hey, ich bin doch euer Romeo! Nein, bist du nicht. Tschüss! Hey, ja, was läuft? Ihr seid so scheiße. Hey, ich mag fertig. Angie! Euch zwinnen. Die Jungen zünden die Stadt an, wo sie selber drinnen wohnen. Aber ihr könnt sie alle retten. Wir wollen einfach unsere Ruhe haben. Eine gute Story kann die Berge versetzen. Und Gemüter beruhigen. Wie eine gute Nachtgeschichte. Schön gesagt. Wenn ihr eure Gesichter aus der Masse löschen, wenn ihr frei seid, wir wollen einfach weg von all dem. Würdet ihr für eure Liebe euer Leben aufgeben? Ja. Sehr gut. Dann
am besten mal mit uns. Haben hier eine gute Idee gehabt. Mit der Schüch, ja. Und ich denke, es wird alles gut. Und alles, was wir sagen können, hat ja schon jemand gesagt. Und warum es nicht funktioniert, hat man schon überlegt. Kein Finale geben. Stattdessen mehr von Globe TV euch etwas zu sagen. Sorry seems to be the hardest word. Wir haben euch belogen. Der Lukas Stocker ist kein Terrorist. Und Angie hat auch nicht zum Chorchen zurückwollen. Aber wir wollten euch unterhalten. Ihr bekommt von uns das Programm, das ihr verdient. Aber Übermut tut selten gut.
Unser Wahnsinn hat zwei junge Liebende in Wahnsinn getrieben. Romeo und Julia haben wir gesucht. Und Romeo und Julia haben wir bekommen. Der Luca und Angie sind tot. Unter dem Motto «Grosse Emotionen live erleben» haben wir ihre Liebe getötet. Mit Leidenschaft und endlosem Mut haben sie sich gestern Abend das Leben genommen. Das Leben verloren hat auch die Lady Loyona von Mercutio. Unsere Welt ist kompliziert worden. Der Hypertaser, der jetzt Frieden und Sicherheit bringen soll, hat Wut und Zerstörung gebracht. Wir von GlobeTV haben etwas gelernt. Es ist nicht unsere Gesellschaft. Aber all denen, die Stock und Stein in der Hand haben, wenn wir sagen, es ist auch nicht eure Gesellschaft. Wir müssen sie uns teilen. Wenn ihr keine Unterdrückung wollt, dann unterdrückt niemand. Wenn ihr eine Welt wollt, ohne GlobeTV, dann schaut ihr kein GlobeTV. Aller guten Dinge sind drei. Und wir stehen am Anfang vom dritten Jahrtausend. Und darum mit den Lyrics von Shakespeare. Ellen. Der Morgen bringt den trüben Frieden mit sich mit. Sogar die Sonne wird heute scheinbar länger schlafen. Also geht und redet über das, was zu denken gibt. Viel sollte man durchgehen und viel bestrafen. Weil selten hat eine Geschichte mehr Tiefgang gehabt als die von Romeo und Julia.
als Zutat, in ist mein Kutzio, wenn jetzt ein Drohne hat. Mir schmierst 3000 fest, ist das ein Multireinflutig in meinem Musical? Ich hab gehört, wie gestört ich hab, ich hab gehört, die Rappen und die Drögen. Es zeigt gegen die grösse Bahn, hoch raus, trotz Höhenangst, wie eine Idee am Törderbahn. Über 100 Junge sind beteiligt, über 100 Junge ziehen da Einstiegs, Ensemble proben in der Teig. Sie so ist die beste Begleitung. Und wir schreiben und wir fielen alle Ziele, und wir schreiben und wir leiden und wir treiben, sind wir weiter und besiegen alles Leben, wenn wir spielen. So
Sachen muss ich noch sagen. Also, erstens ist das heute gefilmt worden. Und es gibt eine DVD vom Stück, wirklich von der Geschichte, mit Nahaufnahmen und allem, mit der Musik. Kann man hinten bestellen. Es gibt eine CD vom Stück, kann man auch hinten bestellen. Es gibt ein Newsletter auf unserer Page, wenn es einen Wunder nimmt, was ist nach Verona 3000? Was möchten die noch etwas? Oder gehen Sie da von ihr? Viertens, was ist viertens? Genau, es ist Full House, weil alle Leute, die vorher gekommen sind, es den anderen erzählt haben. Wenn ihr das auch möchtet, dann ist es wieder Full House. Fünftens, es hat hinten eine Bar und auf der Seite eine Bar und es würde uns freuen, wenn ich noch ein Bier nehme oder auch etwas nicht alkoholisches. Verona 3000, Ades alle, merci und gute Nacht. Danke vielmals. Danke vielmals. Meinen Augen als Filter, ich hab Zweifel.